Als Trainer haben Sie im Camedia E-Learning Basic viele Möglichkeiten, Lerninhalte zu erstellen, Lernprozesse zu strukturieren, das Lernen zu begleiten und das Lernen zu kontrollieren. Sie können für viele Aufgaben mobile Endgeräte benutzen. Das Erstellen von Inhalten und die intensive Betreuung werden Sie aber sicherlich am Desktop-PC vornehmen. Sie nutzen für Ihre Aufgaben die gleiche Ansicht wie der Lernende, Sie haben aber mehr Funktionen als der Lernende und können in Bereiche hineingehen, die dem Lernenden nicht zur Verfügung stehen. Sie können auch beginnen, nun eigene Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten anzulegen. Es stehen Ihnen eine Reihe Arbeitsmaterialien zur Verfügung, wie zum Beispiel das Hochladen einer Datei, das Einbinden von bestimmten Inhalten, die bestimmten Lernstandards folgen, die Sie von anderen Anbietern zukaufen oder kostenlos herunterladen können. Sie können einfache Texte einbinden, in denen Sie Lernenden Informationen geben. Sie können auch spezielle Textseiten eingeben für längere Texte. Sie können, und das finden wir sehr interessant, auch fremde Inhalte einfach verlinken. Das heißt, der Lernende schaut sich über das System einen fremden Inhalt an und Sie können als Trainer nachvollziehen, wann er diesen Inhalt angeguckt hat und ob er diesen Inhalt angeguckt hat. Oder Sie können auch ganze Verzeichnisse mit einer Sammlung von Dateien einbinden, die der Lernende sich einfach runterladen soll, weil er sie durcharbeiten oder bearbeiten soll. Weiterhin können Sie Aktivitäten anlegen. Sie können zum Beispiel sagen, Sie möchten eine Abstimmung Ihrer Lernenden machen, dass sie über ein bestimmtes Thema abstimmen sollen. Beispielsweise, wann man einen bestimmten Termin ansetzen soll oder ob man ein bestimmtes Thema behandeln soll. Sie können verschiedene Aufgaben vergeben. Sie können sagen, meine Lernenden sollen Dateien hochladen. Meine Lernenden sollen einen freien Text eingeben, zum Beispiel eine Stellungnahme zu einer Frage, die ich abgegeben habe. Sie können sagen, meine Lernenden sollen eine einzelne Datei hochladen oder meine Lernenden sollen eine Offline-Aktivität wahrnehmen, die ich dann hinterher als Trainer als erfüllt beurteilen kann oder mit Noten bewerten kann. Sie können sagen, meine Lernenden sollen einen Chat zur Verfügung haben, eine Datenbank, in der eine Informationssammlung stattfindet, wie zum Beispiel Informationen zu biologischen Themen. Sie können externe Software-Tools einbinden. Sie können Feedback-Funktionen einbinden. Sie können ein Forum Ihrer Lernenden selber erstellen. Sie können ein Glossar anlegen. Sie können eine Lektion anlegen, so wie wir es vorhin beim Selbsttest gesehen haben. Sie können ein standardisiertes Lernpaket im SCORM oder einem anderen Format hochladen. Sie können eigene Tests, Umfragen machen. Sie können ein kursspezifisches Wiki anlegen oder Sie können einen Workshop, eine Kombination aus verschiedenen Lernaktivitäten selbst anlegen. Beispielsweise beim Live-Webinar haben wir die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu bearbeiten. Wir können eine Beschreibung vergeben und einen Titel natürlich. Wir können den Zeitraum vergeben, an dem das Live-Webinar verfügbar sein soll. Gerade bei Live-Webinaren ist die Verfügbarkeit ja prinzipbedingt sehr begrenzt. Wir können beispielsweise sagen, ob wir eine Bewertung für die Teilnahme an dem Live-Webinar vergeben wollen, die dann hinterher in die Benotung des Teilnehmers einfließt. Wir können sagen, ob beispielsweise nur ein Teil der Benutzer, eine bestimmte Benutzergruppe aus unserem Kurs an dem Webinar teilnehmen darf. Und wir können diverse weitere Einstellungen vornehmen. Sie können als Trainer bestimmen, welche Inhalte in Kursen angezeigt werden sollen. Die Lernenden können diese Kursseiten weitgehend individualisieren. Das tun sie aber immer auf der Vorgabe, die sie als Trainer gemacht haben. So können sie zum Beispiel einen leistungsstarken Kalender für alle Lernenden einfügen. Sie können festlegen, wo dieser Kalender angezeigt werden soll, so wie hier standardmäßig rechts oder lieber auf der linken Seite. Schauen wir uns den Kalender noch einmal genauer an.
Der Kalender ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Präsenzveranstaltungen, Veranstaltungen in Lernmanagementsystemen oder Webinare und Abgabetermine für die Lernenden komfortabel verwalten können. Viele Termine im Kalender werden automatisch erstellt, wenn Sie Abgabetermine für bestimmte Aktivitäten vorgeben. In diesem Fall ist der Kalender jetzt noch leer. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Kalender exportieren oder sogar dynamisch in E-Mail-Programme wie Outlook einbinden. Dann werden die Daten in Ihrem E-Mail-Programm ständig aktualisiert. Interessant ist für Sie als Trainer auch die Lernerfolgskontrolle. Wenn wir einmal in einen Selbsttest gehen, stehen uns als Trainer Reiter zur Verfügung, die der Lernende selbst nicht sieht. Vorschau, Bearbeiten, Ergebnisse und Freitextbewertung. Bei Bearbeiten kann ich natürlich den Inhalt des Selbsttestes und die Fragen und Antworten des Selbsttestes bearbeiten. Unter Ergebnisse sehe ich eine Übersicht, wie gut meine Lernenden mit dem Lerninhalt zurechtgekommen sind. Hier sehe ich nun eine sogenannte Ergebnisanalyse. Ich sehe, welcher Teilnehmer wann wie viele Versuche mit welchem Erfolg vollzogen hat. Ich kann auch mir detaillierte Ergebnisse anzeigen lassen. Hier sehe ich, wie der Teilnehmer Jürgen Kappus im Selbsttest gearbeitet hat. Er hat etwa 6 Minuten 37 Sekunden benötigt. Er hat 2 von 4 Punkten erhalten und hat nach meiner relativen Bewertung, nach einem differenzierteren Punktesystem, 75% der erreichbaren Punkte damit erhalten. In manchen Fällen möchte ich als Trainer Freitextbewertungen vergeben. Auch das kann ich mit diesem System hier gezielt machen. Ich kann eine E-Mail mit Freitextbewertung versenden oder aber natürlich erstmal diese Freitextbewertung überhaupt vergeben in Form eines Feedbacks. Sie haben jetzt einige der Möglichkeiten des Camedia E-Learning Basic kennengelernt. Wenn Sie bereits Erfahrung mit Lernmanagementsystemen wie dem weit verbreiteten System Moodle besitzen, können Sie mit dem Camedia E-Learning Free kostenlos oder mit dem Camedia E-Learning Space für einen geringen Monatsbetrag ins E-Learning starten. Wenn Sie Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten benötigen, ist sicherlich das Camedia E-Learning Basic oder das große Camedia E-Learning Plus das Richtige für Sie. Sprechen Sie mich, Jürgen Kappus, einfach an. Ich berate Sie gern.